Okay, bevor wir mit irgendetwas anfangen können, müssen wir auf jeden Fall einen Braindump machen und alle Dinge aufschreiben, die wir erledigen müssen. Dazu hole ich mir einfach ein Papier raus, beziehungsweise eine Notiz raus auf meinem Laptop und schreibe mir alle Dinge auf, die mir in den Kopf kommen. Und dann kann ich später noch alles ordnen, aber das hilft mir sehr, nicht zu vergessen. Oder ich nehme jetzt hier mein Handy. Guck mal, Leute, so amazing ist es, wenn man schon über Jahre hinweg angefangen hat, Dinge zu planen. Ich habe hier meine Planung für 2020, 2021, 2022 und meine ultimative Vision für mein Leben und so. Und ich freue mich auch mega, dass ich schon vor Jahren angefangen habe. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht dieses Jahr anfangt oder vielleicht habt ihr auch schon vorher angefangen. Denn wirklich zu planen und Dinge zu organisieren und sich Gedanken zu machen, hilft meiner Meinung nach enorm, das Leben zu führen, was man wirklich führen möchte. Mein Zimmer sieht gerade absolut aus wie ein Mess. Liegt ein bisschen daran, dass ich in letzter Zeit ziemlich gestresst war und keine Zeit hatte, aufzuräumen, beziehungsweise einfach keinen Kopf dafür hatte und ich war auch so low on energy, hatte keine Energie und keine Kraft, irgendwas wirklich zu machen, aber heute muss aufgeräumt werden, weil ich möchte in das Jahr ja auch toll fresh starten und deswegen muss das alles hier aufgeräumt werden, ach du Scheiße. Okay, zuallererst will ich das ganze Geschirr runterbringen und mir etwas zu trinken holen, weil Trinken ist wichtig. Kennt ihr das, wenn ihr unterwegs seid und Taschen mitgenommen habt und sie dann einfach nie ausgeräumt habt? So geht's mir. Ich habe noch meine Handschuhe hier drin, nice. Mein Portemonnaie, upsala, ein Buch, muss ich immer dabei haben. Schal, und das war's schon, nice. Ist sie leer? Let's go. Das hier ist meine Erinnerungsbox, wo ich ganz viele Erinnerungen drin habe. Wie soll ich das jetzt alles hier reinkriegen? Ich habe zu viele Klamotten. Ich sag euch, wie es ist. Jetzt packen wir aber noch den restlichen Adventskalender aus, meiner besten Freundin. Um ehrlich zu sein, vergesse ich nämlich sehr oft, Dinge auszupacken. 22. Hallo. Ups, wie niedlich. Das ist ein Lesezeichen für Buchecken. Wow, was? Okay, Leute, ich schreibe jetzt Tagebuch. Oh mein Gott, guck nicht rein, guck nicht rein. Persönliche Informationen. Wir haben gar keinen Weihnachtsvibe mit den Blumen im Hintergrund, aber was soll's. Wir werden jetzt anfangen, das Jahr so richtig zu reflektieren und das neue Jahr so richtig zu planen. Ich habe dafür einige Schritte, die ich euch jetzt mal kurz vorstellen werde. Und ihr könnt nebenbei ja so mitplanen, das ist jetzt so ein bisschen interaktiv. Schreibt euch einfach gerne auf, was ich mache und beantwortet dann die Fragen eventuell auch, wenn es für euch relevant und sinnvoll erscheint. Als allererstes schreibe ich meine Erfolge dieses Jahr auf. Das heißt Dinge, die ich erreicht habe, vielleicht Ziele, die ich erreicht habe oder einfach auch Dinge, auf die ich wirklich sehr stolz bin. Ich nenne es einfach immer Wins and Accomplishments. Ich kann euch ja mal ein paar Beispiele geben, ist jetzt nicht alle, aber einfach mal so ein paar, damit ihr einen Eindruck bekommt, was ihr auch nehmen könntet. Und so habe ich es aufgeteilt in drei verschiedene Kategorien. Ich habe Business, das heißt also meine ganzen Social Media Aktivitäten, dann habe ich Persönliches und Schule. Bei Business habe ich zum Beispiel, dass ich dieses Jahr einige Meilensteine erreicht habe. Zum Beispiel auf TikTok 100.000 Abonnenten, auf Insta 10.000 Abonnenten. Dann hatte ich auch meine ersten richtigen Partnerschaften und Kooperationen mit großen Firmen, die ich wirklich sehr gerne mag. Zum Beispiel mit Quizlet habe ich jetzt zusammengearbeitet, mit Zimbeklapp habe ich zusammengearbeitet. Einfach Firmen, die ich selbst so gerne mag und nie gedacht hätte, dass wir irgendwann zusammenarbeiten werden. Ich habe zum Beispiel auch mit Twitch angefangen. Das habe ich auch als Erfolg hier aufgeschrieben. Bei Persönliches habe ich dass ich das Cambridge-Examen C1 dieses Jahr gemacht habe. Ich habe diesen einen Lauf gewonnen. Vielleicht habt ihr das in meinem Podcast gehört. Ziemlich witzige Geschichte. Ich habe mich viel mit Literatur beschäftigt und viele Klassiker gelesen und habe meine Führerscheintheorie gemacht und mit Praxis angefangen. In meiner Seminararbeit habe ich 15 Punkte bekommen und ich hatte auch in allen meinen Vorabi-Klausuren 15 Punkte, außer in einer. Danach schreibe ich dann alle meine Highlights auf. Also Sachen, die dieses Jahr total toll waren, die mir Spaß gemacht haben. Einfach so Marmeladenglas-Momente oder Dinge und Augenblicke, auf die ich sehr gerne zurückgucke. Ich habe zum Beispiel mein erstes Oberstufenzeugnis bekommen dieses Jahr. Hä, wirklich? Lol, ja, dieses Jahr, wenn man, hä? Kommt mir schon viel länger weg vor, aber ist wirklich so. Dann habe ich schon Reisen unternommen dieses Jahr. Da sind so viele persönliche Sachen, wo ich nicht weiß, ob ich sie öffentlich sagen soll, aber sehr viele
Momente mit Personen auch, die wirklich schön waren. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert, das war ein schöner Tag. Ich bin mit meiner besten Freundin an die Ostsee gefahren, über ein Wochenende, das war auch toll. Einige Konzerte oder Familientrips. Viele Dinge, die ich mit 2022 auf jeden Fall assoziieren werde. Dann differenziere ich noch Dinge, die funktioniert haben und Dinge, die dieses Jahr nicht funktioniert haben. Das habe ich auch wieder aufgeteilt in Kategorien. Ich habe da wie immer Business, persönlich und Schule. Zum Beispiel habe ich jetzt bei Schule gemacht, was funktioniert hat. War zum Beispiel meine Nachhilfe in Spanisch. Ich habe mir nämlich Nachhilfe genommen. Nicht, weil ich es unbedingt brauche, aber weil ich sehr ambitioniert bin und sehr gerne in Spanisch im Abitur 15 Punkte hätte. Und habe mir dafür dann Nachhilfe geholt quasi und hatte einmal die Woche für eine Stunde so ein bisschen Training. Und es hat funktioniert, weil ich hatte in meiner Klausur auch 15 Punkte tatsächlich und stehe auf dem Zeugnis auf 15 Punkte. Bin auch sehr zuversichtlich und sehr froh, weil ich glaube, das ist halt wirklich auch an dieser extra Hilfe noch lag, weil es mir sehr geholfen hat. Dann, was sehr gut geklappt hat, was die Schule angeht, waren auch meine ganzen Lerndates, weil ich habe wirklich auch jetzt, vor allem dieses Frühjahr, viel mit Freunden zusammen gelernt und es hat immer sehr gut funktioniert. Dann Dinge, die ich dieses Jahr gelernt habe. Und da habe ich ziemlich viel, weil ich sehr oft Dinge, die ich lerne, aufschreibe. Es können Dinge sein, die ich aus Büchern mitgenommen habe und halt wirklich gelernt habe, also faktisches Wissen, aber auch Dinge, die ich so auf dem Weg mitgenommen habe irgendwie. Vor allem viele Dinge, die so zwischenmenschliche Beziehungen angehen, weil da habe ich dieses Jahr auch wieder extrem viel mitgenommen. Ich glaube, das würde hier den Rahmen ein bisschen sprengen, aber falls ihr Bock habt auf einen Talk von mir, wo ich erzähle, was ich gelernt habe und was vielleicht auch meine Erfolge waren und was nicht gut geklappt hat und so, so eine generelle Reflexion, schreibt mir das gerne mal und ich glaube, das wäre vielleicht eine coole Podcast-Folge für meinen Podcast, der ist gut genug, gibt es überall zu hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Und ich glaube, das wäre noch eine ziemlich coole Podcast-Folge. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Dann schreibt mir noch Dinge auf, für die ich dieses Jahr dankbar war. Und das sind ziemlich viele Dinge. Das sind auch eigentlich alle Momente, die ich aufgeschrieben habe, weil ich vor allem für Momente sehr dankbar bin und sehr glücklich bin. Aber einfach so ein paar Key-Momente oder Personen vor allem auch aufschreiben, für die ich dankbar bin, ist auch immer sehr schön, das Jahr nochmal abzurunden. Dann schreibe ich auch immer auf, wie ich mich dieses Jahr verändert habe und wie ich mich weiterentwickelt habe und in welchen Bereichen ich das gemacht habe. Weil ich glaube, dass sich mein Mindset innerhalb von einem Jahr sehr viel ändert. Ich glaube gerade, dass ja auch viele Leute dieses Video hier gucken, die noch in ihrer Jugendzeit sind und da verändern wir uns ziemlich viel, kriegen ziemlich viele Eindrücke und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die Person, die ich am Anfang des Jahres war, nie wirklich am Ende des Jahres bin und mich sehr viel, was mein Mindset angeht, auch einfach verändere und das möchte ich gerne so ein bisschen reflektieren und aufschreiben. Und dann schreibe ich noch die Menschen auf, die ich dieses Jahr in meinem Leben dazugewonnen habe und ich bin immer wieder überrascht, wie viele das sind, weil ich mache das jetzt schon über einige Jahre, diese Reflexion und allein dieses Jahr habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Leute, mit denen ich jetzt richtig nahe stehe. Also Leute, die in meinen fast besten Freundeskreis gekommen sind, beziehungsweise bei denen ich wirklich in fast täglichen, zumindest wöchentlichem Austausch bin, die ich allein dieses Jahr kennengelernt habe. Das ist halt so krass, es ist wirklich krass. Mir fallen auch gerade noch mehr Leute ein, tatsächlich, die so in ähnlichen Freundeskreisen sind, mit denen ich jetzt nicht so eng bin, aber auch kennengelernt habe. Das ist halt wirklich wow. Das sind doch einfach Dinge, die ich am Anfang des Jahres nie erwarte. Also ich gehe auch nicht in 2023 rein und denke mir, wow, ich werde am Ende des Jahres 10 neue, sehr gute Freunde haben. Diese Reflexion gibt mir auch immer so ein bisschen Hoffnung für jedes neue Jahr, weil ich am Anfang nie denke, dass sich das Leben so krass verändern kann. Ja, tatsächlich. So, Freunde, was ich da noch mache, ist auf jeden Fall mein Handy auszusortieren und mich einfach da für das nächste Jahr so ein bisschen vorzubereiten. Weil ich möchte nicht mit so einem Ballast, mit so einem Chaos reingehen. Und deswegen ist meine Umgebung eine Sache, die ich aussortiere, ausmiste, schön mache, aber auch mein Handy. Das heißt, da gehe ich E-Mails durch, ich lösche vielleicht auch Kontakte, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, gehe durch Notizen, gehe durch Bilder, gehe durch Apps, die ich nicht brauche und mache dann wirklich so eine sehr gute Bestandsaufnahme und gucke, was brauche ich wirklich und gehe damit so einen sehr minimalistischen Approach rein. Und wo dieses Jahr jetzt reflektiert ist, fange ich an, das neue Jahr zu planen. Dazu werde ich aber noch detailliert Videos machen, weil es gibt einige Dinge, die ich nicht mehr so mache, wie ich es die Jahre davor gemacht habe, beziehungsweise einige Dinge, die ich sehr kritisiere an den Methoden von anderen Menschen, auch die das hier auf YouTube teilen. Ich finde es schwierig, richtige Ziele zu setzen, beziehungsweise Ziele zu setzen, die man wirklich erreicht und habe da sehr viel gelesen darüber, musste mich sehr viel informieren,
habe jetzt aber eine gute Methode und ich habe ein großes Problem mit Vision Boards bekommen tatsächlich und bereue auch ein bisschen, wie ich meine Vision Boards in letzter Zeit gemacht habe. Aber dazu wird nochmal separat ein Video kommen, wo ich alles nochmal genau erkläre und auch genau die Step-by-Step-Methode gebe, wie ich es jetzt dieses Jahr plane und machen möchte. Ich habe nämlich auch seit Jahren wirklich immer ein Vision Board. Ich glaube, seit mittlerweile 5 Jahren, 2018, hatte ich immer ein Vision Board. Aber das Problem, finde ich persönlich, ist, dass man durch das Vision Board nicht so viel Motivation bekommt, sondern eher sich schon accomplished fühlt. Also man fühlt sich eher schon, als hätte man es erreicht, weil man das Vision Board gestaltet hat. Man denkt sich so, ja, nice, das bin ich, so werde ich sein. Und man fühlt sich irgendwie schon so, als hätte man alles erreicht. Und es gibt nicht mehr so eine krasse Motivation. Man fühlt sich eher entspannt, aber um für seine Ziele zu arbeiten, hilft diese Entspannung nicht. Man braucht eher so einen Motivationsschub. Und deswegen habe ich mir für dieses Jahr ein bisschen was anderes überlegt. Aber das kommt, Leute, das kommt noch. Also bleibt gespannt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Und bis sehr bald. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen geholfen. Tschüss.